Jo, und was geht, euer Karasu ist wieder back am Start mit Dragon Ball Action. Endlich ist es soweit, Vegeta Stunde hat endlich geschlagen. Die Abrechnung ist dafür Vegeta in Kapitel 61 des Dragon Ball Super Mangas, was jetzt am 18.06. rauskam, etwas früher als sonst, also sonst kommt es ja immer am 20. Aber dieses Mal kam es 2 Tage früher raus, was eigentlich sehr geil ist. Ich hatte auch einen kleinen Livestream mit einem Kollegen, also einem YouTube-Kollegen Heiji oder Dragon Ball, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Aber hier jetzt mal die kleine Review dazu. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Doch kommen wir erstmal zu dem Inhalt dieses Kapitels, was natürlich sehr stark wieder mit Dialogen belastet ist. Also im vorigen Kapitel hatte ich schon gesagt, es sind sehr viele Dialoge, aber diesmal sind es richtig viele. Aber ich werde nicht alle Sachen besprechen, ich werde nur die wichtigen Sachen wie immer raussuchen, grob übersetzen und euch, ja, ich sage mal, den Inhalten etwas wiedergeben. Ich sage euch immer wieder, lest alleine diesen Manga in Ruhe. Unten ist natürlich auch wieder verlinkt, also Manga Plus, da könnt ihr es legal lesen. Wenn ihr Interesse habt, nebenbei, neben der Review nochmal das zu lesen oder die einzelnen Bilder euch anzugucken, könnt ihr das gerne machen, kein Problem. Tja, die Überschrift von diesem Kapitel ist Vegeta neu geboren, trifft es eigentlich schon recht gut, denn Vegeta wird hier wirklich in diesem Kapitel hervorgehoben und eine Art Neugeburt findet von Vegeta statt. Nach einem heftigen Schlag gegen Mo gibt es einen kleinen Gefühlsausbruch von C18, was ich eigentlich sehr witzig fand. Darum musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Sie meint nämlich, dass Vegeta vorher gesagt hat, es wäre ein leichtes Spiel gegen Moro, was aber jetzt natürlich nicht so aussieht, denn C18 denkt, dass Vegeta nicht stark genug ist, um Moro zu besiegen. Nach einigen Schlägen oder Schlagabtäuschen zwischen Moro und Vegeta gibt auch Moro zu, dass Vegeta etwas stärker geworden ist oder einen starken Wachstum durchlebt hat, also viel Stärke erlangt hat, aber es nicht reichen würde gegen ihn. Piccolo und Son Gohan, was mich sehr enttäuscht hat, sind auch der Meinung, dass Vegeta es nicht packen würde, dass er zwar stärker geworden ist, aber Moro wäre noch weiter drüben. Nachdem Vegeta einen heftigen Tritt bekommen hat von Moro, freut er sich darauf, weil er nämlich zu Vegeta sagt, dass er sehr viel Power erlangt hat und dass es ihm eine Freude wäre, ihm zu fressen oder dass es sein nächstes Mal wäre. Was sehr krass ist, was Vegeta aber nicht davon abhält, denn er greift wieder an. In diesem Angriff sehen wir aber auch, dass Vegeta sich nach diesem Verspotten, also dieses lächerlich machen, sich ein bisschen geändert hat. Jacko erwähnt nämlich auch, dass Vegeta sich nochmal etwas gesteigert hat in diesem Angriff und dass er wahrscheinlich nicht akzeptieren würde, zu verlieren und dass ihm das wahrscheinlich sehr sauer gemacht hat. Er spricht hier von einem Berserker-Modus. Nachdem der Kampf endlich weitergeht, erwähnt Piccolo, dass Vegeta die Stärke eines Gegners eigentlich nie falsch eingeschätzt ist und dass er den Gegner immer eigentlich richtig einschätzt. Moro sagt nun Schluss mit dem Unsinn, worauf Moro denn versucht, Vegeta auch zu treffen, was Vegeta hier, ja, ich sage mal, blitzschnell ausweichen konnte und gibt Moro eine richtig heftige Schelle. Was Moro natürlich auch nicht erahnt hat und ihm auch nochmal extrem wütend macht. Er versucht Vegeta zu packen oder packt ihn sogar, schleudert ihn direkt auf den Boden, wo ein kleines Loch entsteht. Eigentlich hätte ihn fast angespitzt im Boden. Doch Vegeta kümmert das überhaupt nicht. Er greift wieder an, pariert Moros Angriff, gibt ihm einen Tritt mit und man sieht hier an diesem Bild, das ist jetzt ein bisschen neu, dass einige, ja, dass eine Art Energieteilung hier stattfindet, denn kleine Energiekugeln verlassen hier Moros Körper. Son Goku fragt dann auch gleich direkt, was das denn für ein Move überhaupt sei, was Vegeta natürlich sofort erwidert. Er sagt hier nämlich Forced Spirit Fission. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man das in Google Übersetzer eingibt, kommt Zwangsspaltung raus. Ich würde es aber grob so übersetzen, dass es eine Geistzwangsteilung ist. Auf die genaue Übersetzung müssen wir aber jetzt warten, wenn der Manga jetzt ins Deutsche übersetzt wird von dem Kase Verlag. Dann muss man halt schauen, wie sie diese Art Technik oder Move denn übersetzen. Wäre sehr interessant zu wissen, aber es hat auf alle Fälle irgendwas mit Teilung oder mit Geistteilung zu tun. Ein kleiner weiterer Dialog verrät uns auch, dass Moro hier schwächer wird und immer weiter an Power verliert, was sehr interessant ist. Vegeta setzt Moro aber weiter zu und Schlag um Schlag, Tritt um Tritt, kämpft er hier gegen Moro und jeder Treffer, man sieht es hier deutlich, jeder Treffer erzeugt eine Art Filterung seiner Energie, also die Energie von Moros Körper wird immer weiter rausgesaugt. Und nun sehen wir auch hier ein richtig geiles Bild, denn hier sehen wir am Himmel eine riesengroße Kugel voller Energie, wo man auch sieht, dass die Energie immer auf diese Kugel zusteuert und natürlich immer größer wird. Es ist eine Art Genki-Dama, könnte man sagen, es passt eigentlich das ganz gut hier, weil bei der Genki-Dama wird auch Energie gesammelt und natürlich dann zum Angriff benutzt. Hier und hier in etwa sehen wir das genau, darum würde ich sagen, dass es schon eine Art Genki-Dama ist, die eigentlich auch vom Namen her passen würde. Natürlich heißt es hier natürlich nicht Genki-Dama, aber jetzt so zu dem Vergleich
wäre seine Genki-Dama schon am nächsten. Bei den nächsten Tritt und den harten Tritt, den Vegeta hier gegen Moro landet, entweicht auch direkt eine Energiekugel aus Moros ja, Körper oder Mund. Und da hatte ich schon wieder ein paar Flashbacks gegen Cell, als er C18 ausgespuckt hat. Das war schon sehr witzig. In etwa so sieht man das ja auch. Man sieht auch, dass Moros Bart langsam wieder länger und zurückkommt. Und das sagt auch nochmal Yakko hier, nämlich er sagt, dass Moro wieder zu seiner alteren oder seiner früheren Form zurückkommt. Vegeta sagt hier, dass all diese Energie und Seelen, die du gestohlen hast, ich jetzt freilassen werde. Und zack, Vegeta öffnet hier seine Hand, man sieht es ganz deutlich und die Energie fliegt davon. Also so wie eine Art, wenn die Dragon Balls sich verteilen. Ne? Also die Energie fliegt davon und ja, auch direkt aus dem Planeten heraus. Also man sieht hier den Planet Erde und man sieht auch, dass die Energie sich im Universum verteilt. Oder in der Galaxie verteilt. Auf Yadra bekommen wir dann auch nochmal die Antwort, denn hier wird nämlich gesagt, dass all die Energie fliegt zurück zu den Planeten oder zu den Lebewesen, die von wo Moro das gestohlen hat. Also da, wo Moro die Energie geklaut hat, dort geht die Energie auch wieder zurück. So, Piccolo und Son Gohan gehen zu Son Goku zurück, der natürlich sichtlich angeschlagen noch auf dem Boden liegt. Und Piccolo fragt dann nochmal, was das für eine Art Technik sei. Gohan meint auch, dass es eine Fusion oder eine Absorption sein muss. Goku meint nur, er hätte es vorher noch nie gesehen. Nach weiteren Schlägen fragt Piccolo, ob er meint, dass er Energie zurückholen kann. Also er spricht mit Vegeta dort, dass er vielleicht die Energie zurückholen kann, auch von toten Lebewesen. Vegeta sagt nur, was ich sehr seltsam finde, die Antwort eigentlich, also weil es keine richtig direkte Antwort darauf ist. Er sagt nur, dass er auch aus anderen Namekianern die Energie extrahieren kann und dass er auch von Piccolo wahrscheinlich das frühere Ich, mit dem er sich verbunden hat vor einiger Zeit, auch extrahieren könnte und ob er das mal versuchen solle, was ich auch sehr cool fand. Nur die Antwort ist halt ein bisschen komisch. Kann er jetzt wirklich bei Piccolo Nel und Kami, also den Gott, teilen, sodass die wieder eigenständige Personen wären? Oder wie ist das genau gemeint? Oder kann er ihm einfach nur diese Energie klauen, dass er halt einfach nur noch der Piccolo bleibt, ne? Also der Oberteufel-Piccolo. Einige Szenen weiter gibt Vegeta an, dass Son Goku selbst dasselbe Training durchlebt hat, also dass die beiden das gleiche Training durchleben haben, aber dass er talentierter war und daher gehört der Sieg auch mir, Kakarot, ja? Also ja, er redet hier nochmal mit Son Goku und macht ihm nochmal deutlich, hey Junge, wir haben das gleiche Training gemacht, aber ich bin auf alle Fälle talentierter und krasser drauf. So, der Kampf geht auch hier weiter. Moro gibt natürlich alles, doch Vegeta beginnt langsam und langsam die Oberhand zu gewinnen und setzt Moro schwer zu. Vegeta gibt auch an, dass all seine Absorption und Fusionssachen, die er dort gemacht hat, ihm nicht gefallen. Also Vegeta spricht hier von sich selber, dass die Fusion und das alles, die Absorption und das alles ihm nicht so gefällt, dass es halt einfach nicht die wahre Stärke widerspiegelt, ja, also nicht im normalen Kampf. Er sagt auch, er wünscht sich einfach nur einen fairen Kampf, worum Moro stolz ist auf seine gestohlene Kraft und er nicht mit seiner eigenen Kraft kämpft. Oder ob seine Kraft halt einfach nicht ausreichen würde. Also er sagt hier mehrere Sachen, dass er erstens es nicht gut findet, dass man sich irgendwie verstärkt oder sonst dergleichen, dass man nicht mit seiner eigenen Kraft kämpft, ja, dass es nicht die wahre Kraft widerspiegelt. Gleichzeitig fragt aber auch Moro, ob er stolz darauf eigentlich ist, wenn er sich Energie leiht oder klaut oder in sich reinnimmt und dadurch stärker wird, ob es ihm überhaupt stolz macht, so zu kämpfen und ob seine Kraft alleine nicht ausreichen würde. Und genau das ist es nämlich auch. Moro wurde eigentlich nur so krass, weil er einfach die ganze Power geklaut hat, aufgegessen hat und dadurch natürlich stärker wurde. Im Grunde hat er eigentlich nur seine Magie, die wir halt auch auf Namek zuerst sahen, als Vegeta das erste Mal und Son Goku das erste Mal gegen Moro gekämpft hat. Da hat man ja gesehen, dass er nur Magie erstmal nutzen konnte, seine physische Power war nicht gewachsen. Nun sieht man auch die Energie, dass die zurück zu Neu-Namek geht, aber man hat hier vorher nochmal einen kleinen Dialog mit dem Yadrat-König, weil er nämlich gefragt hat, ob es auch den Leuten betrifft, die gestorben sind, also die direkt gestorben sind von Moro. Und der König sagt hier, dass es nicht direkt, also man kann nicht die wieder lebendig machen, die gestorben sind. Also wenn Moro einen direkt getötet hat, wie den einen Namekianer, den er durchbohrt hat, dann wird er nicht wiederbelebt. Ja? Also er wird nicht mehr zurückkommen von den Toten, sondern nur diese Leute, wo er nur die Energie gesaugt hat. Ja? Also die halt unmächtig zu Boden und tot gewesen sind. Und man erfährt hier auch noch in diesem Dialog hier mit beim Gottespalast, erfährt man auch noch, dass sogar die Menschen, die monatelang schon, weil es geht ja schon einige Monate, selbst diese, die monatelang schon dort liegen und tot sind, wieder zurückkommen. Was ich, muss ich sagen, sehr cool finde. Also hier macht Vegeta wirklich alles richtig. Er versucht halt alles wieder gut zu machen. Weiter im Kampf, Vegeta droht hier auch nochmal Moro, dass er seine gesamte Energie aushusten wird. Also er wird ihn seine ganze Energie rausholen.
und ihm zurück zu seinem Ich bringt, bevor er aus diesem Gefängnis ausgebrochen ist. Man sieht auch, dass Morus Bart jetzt noch länger ist als davor. Nun kommen wir aber auch den Charakter von Vegeta zurück. Und hier muss man sagen, es gibt sehr viel Dialog zwischen Piccolo und Goku. Ich fasse es mal jetzt grob zusammen, was ich auch sehr gut finde. Denn hier wird nämlich deutlich, wie krass eigentlich Vegeta seit Beginn, als er auf der Erde gekommen ist mit Nappa, wie krass er sich eigentlich entwickelt hat. Ja. Im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt hier alles zusammenfassen müsste mit Piccolo und Son Goku, diesen kleinen Dialog, erkennt Piccolo Vegetas Wachstum der Kraft an. Also er sagt auch, dass er heftig geworden ist, dass er sich sehr weit entwickelt hat, seitdem er auf die Erde gekommen ist und diese vernichten wollte. Dass Vegeta nun statt sie zu vernichten, sie nämlich nun beschützt, und zwar um jeden Preis. Und er sagt auch noch hier, dass er so viele Namekianer abgeschlachtet hat, als er halt in Freezers Armee war, was er nicht mehr richtig war. Also er hat sie ja schon gegen Freezer aufgelegt, aber er war halt noch ein Teil des Freezers Kosmos-Dings da Bumster. Und er hat halt sehr viele Namekianer damals auch abgeschlachtet und getötet. Ne? Und nun versucht er, das Universum vor Moro zu schützen. Er sagt auch, dass Goku all das nur durch ihn geschah, also dass durch Goku Vegeta sich erst verändert hat. Das, was halt Goku immer macht, er kämpft meistens gegen starke, böse Gegner und irgendwann im Laufe der Zeit verändern die sich. Das hat man bei Piccolo gesehen, bei Tenshinhan und bei so vielen anderen Charakteren. Sehr krass eigentlich, also ist so eine Fähigkeit oder Eigenschaft von Son Goku, worauf Goku hier aber etwas leider wieder dämlich antwortet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er sagt hier, ich wollte doch einfach nur gegen starke Leute kämpfen. Ja, also wieder total dämlich, anstatt er einfach mal drauf eingeht und sagt, ja, das stimmt, Piccolo, hast recht. Nein, er wird wieder nur sagen, ich wollte nur gegen starke Kämpfer kämpfen. Boah. So, was Piccolo auch erwidert, Goku war schon immer so und er wird sich auch nicht mehr ändern in der Sache. Piccolo meint noch, wie es Vegeta wieder geschafft hat, dich zu erreichen oder zu übertreffen. Ja, doch Goku sagt hier, ich werde ihn irgendwann wieder übertreffen. Also es ist wieder so eine kleine Rivalität, ne? Jetzt ist, muss man sagen, dass Vegeta wahrscheinlich stärker ist oder wahrscheinlich auch gleich auf ist mit Son Goku, ne? So wie es halt Piccolo hier einschätzt. Und ich denke, man könnte hier Piccolo schon, ja, vertrauen in der Hinsicht. So, Vegeta fragt denn auch Yakko, ob sie ihn überhaupt lebend oder tot fangen können oder ob es nicht besser wäre, dieses Problem zu lösen und ihn zu eliminieren. Yakko meint nur, schlag ihn so heftig wie du willst. Aber bis jetzt konnte ihm auch keiner töten. Vegeta spricht dann davon, dass er nicht so naiv wie Son Goku wäre und Moro es bereuen wird, wenn er aus dem Gefängnis aufsucht und in der Hölle ist. Was ich nicht ganz verstanden habe, ob er jetzt wünscht, ob er in der Hölle ist oder ob er in der Hölle das Gefängnis ausbricht oder sonst dergleichen. Ich glaube, er bezieht sich darauf im Gefängnis in der Hölle, denke ich mal. Wenn er jetzt tot ist und zur Hölle fährt, was ja wahrscheinlich passieren wird, dass er dort irgendwie ausbricht und das bereuen wird, wenn er dort entkommen würde. Weil im nächsten Dialog sieht man, dass Vegeta auch noch denkt, er würde zur Hölle fahren. Also wenn er sterben würde, würde er immer noch zur Hölle fahren. Das denkt halt Vegeta. Und ich glaube, deswegen sagt er auch, wenn du dort ausbrichst, aus der Hölle im Gefängnis, dann wirst du es bereuen, weil Vegeta ja auch denkt, er kommt zur Hölle. Was er auf Moro hier auch nochmal erwidert, er fragt nämlich auch nochmal, denkst du denn, du glaubst oder glaubst du nicht, dass du auch zur Hölle fährst? Und Vegeta sagt hier, oder man erfährt hier, dass Vegeta, wie gesagt, immer noch denkt, wenn er stirbt, fährt er zur Hölle. Und dass er am Ende doch immer noch der Bösewicht sein wird. Und dass er sich auf die Folgen dieses Handeln oder was er damals gemacht hat, auch gut vorbereitet. Also er weiß, was auf ihn zukommt. Und hier auch nochmal ganz witzig, fand ich auch sehr lustig, als er nämlich zu Moro sagt, du gehst aber als erstes und du wartest auf mich und wenn ich runterkomme zur Hölle und wir uns sehen, dann sage ich auch mal Hallo. Was ich sehr witzig fand eigentlich ein bisschen. Und man sieht auch, dass Moro auch darauf lacht, aber nicht, weil es so witzig ist, sondern Moro lacht auf einen anderen Grund. Und er sagt auch, ich habe gar keinen Anreiz zur Hölle zu fahren, denn er ist viel zu beschäftigt, um über die Galaxie zu herrschen. Also er geht nicht davon aus, dass er jetzt hier stirbt. Ich gehe davon aus, dass er, wie gesagt, einen Hinterplan hat. Also wir wissen ja aus dem anderen Kapitel, dass er damals gesagt hat, 7-3, geh zurück zum Schiff, heile dich. Ich brauche dich noch irgendwann. Ich glaube, in diesem Moment hat er einen Notfallplan ausgeheckt. Wie gesagt, sagt hier noch mal zu ihm, dass er kaum das schaffen wird, über die Galaxie zu herrschen, weil er kaum noch Kraft hat und so weiter. Und Moro antwortet, ich habe meine Magie. In diesem Moment erzeugt Moro einen heftigen Blitz und fliegt hoch zum Schiff. Grillt erstmal Shimoraka, was ich richtig krass fand. Dann paralysiert er 7-3. Und er sagt hier auch, ich hatte ja erwähnt, ich hatte einen Notfallplan oder ich habe einen Notfallplan. Und ja, man sieht hier richtig krass, was ich wieder heftig fand in diesem Manga, dass sowas gezeigt wird. Er frisst einfach mal 7-3 auf. Also richtig wortwörtlich, er frisst 7-3 direkt auf, rein in den Mund und runtergeschluckt. Fetten Wanst und so, alles hat er am Start. Richtig krass. Fand ich mega cool gemacht, geil gezeigt.
So, Vegeta versucht natürlich, ihm aufzuhalten, wird aber getroffen und schleudert direkt auf den Boden. Goku gibt hier auch nochmal an, dass sein Ki noch krasser und größer gefroren ist als zuvor, also bevor er mit Vegeta angefangen hat zu kämpfen, also dass er noch natürlich stärker ist. Nun sehen wir auch Moros neue und eigentlich sehr coole Form, muss ich sagen. Es sieht mehr aus wie eine Fusion aus 7-3 und Moro. Man sieht die Züge von 7-3, aber auch von Moro. Also es ist so eine Art Fusion, obwohl er ihn eigentlich gefressen hat. Moro erwähnt, dass er 7-3 kopiert hat. Ich würde eher sagen, er hat ihn gefressen, aber er meint natürlich, er hat ihn kopiert. Okay, hier wird es nochmal richtig krass, denn er sagt auch, er hat alle Fähigkeiten von 7-3 in sich drinne und dass er ein komplettes Backup-System in 7-3 hinterlegt hat oder erstellt hat. Was er genau meint, weiß ich nicht genau. Ob er von sich selbst eine Kopie erstellt hat von seinem früheren Ich, ich weiß es nicht genau, was er in der Zeit, in die zwei Monate gemacht hat alles. Auf alle Fälle sagt er, dass er hier, ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie er es meint, aber er sagt hier auch nochmal, dass er zu seiner alten Stärke wieder zurückgekommen ist. Genau, zu seiner alten Stärke ist er hier wieder zurückgekommen und halt noch mehr. Also in dem Sinne wahrscheinlich das mit 7-3, dass er halt diese Fähigkeiten auch. Wir wissen ja, 7-3 kann Sachen kopieren, wenn er jemanden am Nacken greift. Er verspottet auch nun alle und sagt, ey, ihr Leute, ihr wart so nah dran, mich zu besiegen und ihr habt es doch nicht geschafft. Man kann festhalten, dass es vielleicht sogar Moros feine Form ist. Wie gesagt, es könnte sein, dass es ein Backup, wie gesagt, hinterlegt ist. Und dass es so eine Kombination aus Moros feine Form und natürlich auch 7-3 ist. Also so eine Art, ja, Moro feine 7-3 Form oder irgendwas in der Art. So, damit endet auch leider dieses Kapitel. Wir sehen nur noch Piccolo, Son Gohan und Son Goku am Start. Vegeta liegt leider auf dem Boden. Am 20.07. kommt das nächste Kapitel raus. Aber Leute, das ist nicht so schlimm. Denn vergesst nicht, am 30.06. kommt auch die neue Dragon Ball Super oder Super Dragon Ball Heroes Folge raus. Seid gespannt. Ihr seht ja wieder die Übersetzung bei mir. Abonniert den Kanal auf alle Fälle. Unten ist nochmal der Manga verlinkt. Könnt ihr nochmal nachlesen. Anregungen und Verbesserungen und natürlich Fragen gerne in die Kommentare. Das war's aber erstmal von mir und ich bin erstmal raus und ciao.